Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seht schon, heute geht es um das Thema Hund. Die Holly ist bei uns eingezogen, sie ist jetzt 5 Monate alt und wir haben sie jetzt seit 3 Monaten und ich glaube, wir können jetzt so langsam ein kleines Resümee ziehen, wie das Leben mit Welpen ist. Jetzt ist sie ja mittlerweile ein Junghund und sie ist auch hier am Start und ich fütter sie mit ihrem Trockenfutter. Und ich möchte euch heute erzählen, was so die Dinge sind, die wir beachtet haben, worüber wir uns vorher Gedanken gemacht haben, was unsere Must-Haves sind, und vielleicht auch ein paar knifflige Tricks, die uns geholfen haben. Also als allererstes, wir haben uns, es war eine spontane Entscheidung, Holly jetzt schon einziehen zu lassen. Eigentlich wollten wir tatsächlich erst einen Hund haben, wenn wir bei uns im Haus wohnen. Wer uns nicht kennt, wir planen gerade unser Haus und jetzt, ich hoffe im März, wird Baustart sein. Und dann hat Holly, wenn wir denn da wohnen, einen riesengroßen Garten zur Verfügung. Direkt am Wald wohnen wir dann. Und da haben wir eigentlich gedacht, dann macht es eigentlich mehr Sinn, sich einen Hund anzuschaffen. Jetzt hat Corona uns ein bisschen in die Karten gespielt. Das heißt, wir hatten mehr Zeit zu Hause und eigentlich für sie optimal. Wir haben uns dann dazu entschieden, sie jetzt schon zu bekommen, einfach weil wir viel zu Hause sind, viel Zeit für sie, für die Erziehung investieren können. Und im Haus haben wir dann wahrscheinlich erstmal andere Dinge oder hätten erstmal andere Dinge im Kopf, die wir dann machen müssen. Und so hoffen wir dann einfach, dass wir dann mit einem ganz gut erzogenen Hund dann ins Haus ziehen. Und das war der Grund, warum wir uns jetzt schon dafür entschieden haben. Warum es jetzt ein Mini ausdesignen musste, kann ich euch nicht sagen. Ich wollte immer einen Hund haben, mit dem ich viel machen kann, der aktiv ist, der Tricks lernen kann, der in die Familie passt und trotzdem aber lieb ist. Und klar, ein Hütehund ist nicht zu unterschätzen. Auf jeden Fall sollte man sich da vorher Gedanken machen, generell für was für eine Hunderasse man sich entscheidet. Sollte man sich informieren, was für Eigenarten vielleicht die einzelnen Rassen mit sich bringen. Wir haben uns jetzt aber für die Holly entschieden. Sie ist ein Mini-Aussie-Collie-Mix, also kein reinrassiger Mini-Aussie, aber ein ganz aktiver Hund, der vom Kopf her gerne gefördert wird und ganz, ganz schlau ist. So, und jetzt möchte ich euch kurz meine Must-Haves zeigen, die ich mir besorgt habe, bevor Holly eingezogen ist, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, bevor Holly eingezogen ist und für Sachen, die wir uns besorgt haben, als Holly denn da war. Als allererstes haben wir sie ja vom, ich sag jetzt mal Züchter, es war keine direkte Züchterin, aber haben wir sie vom Züchter abgeholt. Und kurz danach sind wir direkt los und haben, also wir haben ein Halsband und eine Leine dazu bekommen. Das ist aber ja generell, was man jetzt vom Züchter bekommt, jetzt vielleicht nicht unbedingt den Geschmack treffen die dann, was man sich selber so vorgestellt hat. Deswegen bin ich dann nochmal los mit Holly und dann hatten wir ein Geschirr gekauft. Das war das erste Geschirr, was wir für sie hatten. Und das muss ich sagen, kann ich nicht weiterempfehlen. Das war zwar von der Größe ganz in Ordnung, aber eigentlich ist es auch ständig verrutscht. Das hat sie genervt und sie hat sich ständig gekratzt da dran. Sie fand es halt überhaupt nicht toll. Aber für den Moment hatten wir dann erstmal was da. Es ist so ein kleines Geschirr. Generell muss ich sagen, achtet darauf, dass ihr eure Hunde am Geschirr habt. Solange die noch nicht richtig an der Leine laufen, ist es einfach die bessere und die sichere Variante. Gerade mit den ganzen Knochen und Knorpeln. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Da haben wir jetzt aktuell, da sieht man mal, also wir hatten dann, nachdem wir das hier hatten, haben wir dann das hier gehabt für Holly und das finde ich einfach schon mega schön. Das ist von Hunter, da passt die jetzt nicht mehr ansatzweise rein. Jetzt haben wir das hier und wir haben auch nicht so viel Geld investiert am Anfang in Geschirr, weil sie einfach so schnell gewachsen ist. Wenn ihr überlegt, guck mal, das hatte sie am Anfang und das trägt sie jetzt und deswegen lohnt sich es nicht so viel Geld da zu investieren, wobei sie jetzt, glaube ich, so fast bei der Größe angekommen ist, was sie dann auch schlussendlich trägt. Ich verlinke euch alles, was ich sehe oder alles, was ihr heute seht, verlinke ich euch in der Beschreibung. Dann zeige ich euch nochmal Holly, weil Holly trägt nämlich jetzt auch ein Halsband, hatte ich mir. Ja, hören tut sie noch nicht so gut, ne, aufs Wort. Hier, komm her. Na komm. Sie möchte uns ihr Halsband noch nicht zeigen, dann zeige ich euch erstmal die beiden Leinen, die wir haben. Wir haben einmal eine Gassi-Gehleine, wo wir die Übungsleine, sage ich jetzt mal, oder Trainingsleine ist es nicht, aber damit gehen wir Gassi. Die ist von Isartau, die ist ganz toll, das sind so Kletterseile, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, finde ich ganz toll mit so Karabinerhaken, die auch nicht zu schwer sind, weil gerade wo Holly noch ein bisschen kleiner war, halt, konnte sie das natürlich noch nicht tragen, dann ist immer alles zur Seite gerutscht und mittlerweile ist sie ja groß genug. Und Holly, mach mal Sitz. Fein. Und jetzt haben wir die Leinen, die können wir auch in der Länge verstellen. Und hier sind so unterschiedliche Knoten und dann kannst du das quasi ein bisschen kürzer machen. Das ist ganz praktisch, gerade wenn wir die Leinenführigkeit üben, ist es besser, eine kürzere Leine zu haben. Und umso besser sie laufen, umso länger dürfen die Leinen sein. Und dann haben wir noch eine Übungsleine. Das ist so eine Art
Ja, es ist eine Schleppleine, kann man sagen. Die Schleppleinen sind dafür da, dass wenn ihr mit dem Hund draußen seid und den Hund mal ohne Leine laufen lassen wollt, also ohne, dass ihr ihn an der Hand habt und euch aber trotzdem die Sicherheit geben wollt, dass ihr den Hund schnell wieder eingefangen bekommt. Die ist jetzt, glaube ich, 3 Meter, wie auch immer. Dass wenn der Hund mal ein Spielchen mit euch spielt, dass ihr dann einfach euch auf die Leine raufstellen könnt und der Hund kann nicht mehr weg. Hat uns wirklich schon in einigen Situationen geholfen, sie eingefangen zu bekommen. Ich war neulich ohne Leine draußen. Ist mir fast abgehauen. Aber gut, das hatte ich. Und dann, was noch eingezogen ist, bevor Holly auch hier war, ist ein Tau. Das sieht mittlerweile auch schon ein bisschen missbraucht aus. Ja, also es, damit spielt Holly sehr, sehr viel. Und dann haben wir uns ein Kaffeeholz besorgt, dass wenn die Hunde beim, also Hunde haben ja auch einen Zahnwechsel, genauso wie die Kinder, die verlieren ihre Milchzähne und haben dann extrem das Bedürfnis, an Dingen rumzukauen. Und da muss man halt so ein bisschen drauf achten, was splittert nicht, wo können die Hunde sich nicht verletzen. Und da ist Kaffeeholz ganz gut, wobei das habe ich zu bestellt, da war es noch viel zu groß. Mittlerweile passt es von der Größe her, aber die gibt es auch noch in kleiner. Also das ist ganz wichtig und was auf jeden Fall nicht fehlen darf, sind die Kackbeutel. Ich verstehe nicht, wie man sich einen Hund anschaffen kann und die Kacke nicht wegmachen kann, egal wie groß... Kotbeutel. Egal wie groß oder klein der Hund ist, keiner will, dass seine Kinder in Kacke latschen. In Kot. Sagt man in Kot latschen? Sagt man auch nicht. Genau, und damit das... auch gut verpackt ist, habe ich noch diese Beutelchen. Da, den habe ich auch noch... Upsala. Hier als Leckerli-Beutelchen. Gerade bei der Hundeerziehung oder wenn man mit Welpen trainiert, sind Leckerchen wirklich das A und O. Wobei wir... hier unser Trockenfutter drin haben und haben immer mit dem Trockenfutter trainiert. Jetzt bekommt sie auch ab und zu mal schon mal was anderes. Aber ansonsten mit dem Trockenfutter und generell aus der Hand füttern den Hund, also dass man beispielsweise die ganze Tagesration da reinmacht und dem Hund tagsüber einfach immer wieder aus der Hand füttert, dann wissen, dass die Hunde brauchen euch dann quasi und sind auf euch angewiesen und suchen viel mehr den Kontakt, als wenn sie es in den Futternapf bekommen. Ich glaube, Holly muss mal raus. Genau, das sind schon mal erstmal diese paar Sachen, die wir hatten. Achso, und was zum Knautschen ist auch immer gut. Und was uns wirklich, wie man sieht, auch sehr geholfen hat, ist ein Allzweckreiniger, gerade für Urin. Ja, der am Anfang, gerade was die Stubenreinheit angeht, war, also wir mussten wirklich bei Holly ging das wirklich sehr, sehr schnell, weil wir halt auch einen Garten hier dran haben. Aber natürlich ging auch mal was daneben, weil die kennen es ja gar nicht anders. Und dann ging auch mal was auf den Teppich oder aufs Parkett. Und, oder in Friedas Zimmer, genau. Auf jeden Fall ist das, das sind Mikroorganismen. Holly, komm hier. Komm hier. Na komm. Wackel ruhig. Genau, jedenfalls, wenn man damit dann die Dinge reinigt, also lässt man kurz einwirken, dann riechen die Hunde nicht, dass sie da schon mal hingepinkelt haben, weil gerade wenn sie schon mal da hingepinkelt haben, denken sie, oh cool, hier ist meine Toilette, hier pinkel ich jetzt öfters hin. Also das war tatsächlich so, die Stubenreinheit war am Anfang ein bisschen schwierig, weil wir haben ja auch noch Aaron, wir haben ja 2 Kinder, einer 7-Jährige und Aaron ist jetzt 1,5. Und Aaron hatte zu dem Zeitpunkt, als Holly bei uns eingezogen ist, eine Phase, komm hier. Willst du nicht? Eine Phase, wo er nachts immer wach geworden ist. Und das war eigentlich ganz gut, weil Holly dann auch immer einmal rausgegangen ist. Also einer hat sich immer ums Kind gekümmert und einer hat sich um Holly gekümmert. Und wir haben ja direkt den Garten hier dran, da war das super praktisch. Dann haben wir einfach nur die Tür aufgemacht und dann ist sie raus. Hat gepinkelt, gerade nachts war dann irgendwie auch kein großes Drama. Dann ist sie auch gleich wieder reingekommen. Und sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber dazu dann später mehr. Genau, und dann wurde uns, oder ich habe mich natürlich auch belesen, oder wir haben uns belesen, was ist denn gut? Ne Hollychen, wie macht man das mit dem Schlafen? Dann wird natürlich immer empfohlen in so einer Box. Wir hatten uns natürlich auch so eine Box besorgt, weil wir wollten ja bestens vorbereitet sein. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass es einfach überhaupt nichts für Holly ist. Die hat dann ganz, ganz arg da drin geweint nachts. Und wir haben das dann, glaube ich, 3 oder 4 Nächte durchgezogen. Ne? Da hat Markus mit ihr im Wohnzimmer geschlafen, die erste Nächte. So richtig Protest, also sie hat es überhaupt nicht gemocht da drinne. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, dass sie da drin so leidet. Also es soll ja auch ein Entspannungsort für sie sein. Es soll ja nicht nur sein, dass sie sicher sind, dass sie nirgendwo hinpinkelt, sondern sie soll sich auch geborgen fühlen. Und das hat sie nicht, überhaupt nicht. Und dann haben wir sie immer mit ins Schlafzimmer geholt und haben ihr da so eine kleine Ecke im Schlafzimmer eingerichtet. Nicht auf dem Bett, sondern neben dem Bett. Und dann haben wir das mit so Kisten einfach nur, dass sie da nicht rauskam. Also sie hätte locker drüber springen können, hat sie dann später auch, als sie dann größer war. Aber so wusste sie, okay, da ist ihr Bett und da kann sie schlafen und zur Ruhe kommen. Und dann hat es auch eigentlich relativ schnell geklappt, dass sie da
ja, auch geblieben ist. Also sie switcht jetzt immer zwischen dem Bettchen, dem Körbchen, was wir da haben, und unterm Fenster oder am Fenster, weil sie ist grundsätzlich, glaube ich, eher ein Hund, der es einfach kühler mag. Der mag es, also Holly mag es eher so, auf kühlerem Boden zu schlafen. Und da wir eine Fußbodenheizung haben, ist es ja eigentlich im Haus oder in der Wohnung fast nie möglich, dass sie kalten Boden hat, außer an den Fenstern oder an der Tür. Und da liegt sie dann natürlich auch. Genau. Und was auch eine große, wichtige Anschaffung ist, man sieht es jetzt nicht, ich zeige es euch mal. Ihr seht es hier hinten, das ist das Welpenzimmer. Das habe ich, also wir haben uns ja grundsätzlich mit dem Welpentrainer vorbereitet auf Hollys Ankunft, und da hatten die auch, da war es glaube ich aber noch so Laufgitter oder sowas, was die für Hunde hatten, einfach so ein Rückzugsort, wo die Hunde wussten oder die Hunde wissen, da bin ich ungestört, gerade wenn man Kinder hat, dass die Kinder da nicht ständig an den Hund rangehen, weil das Wichtigste ist wirklich, was wir gelernt haben, der Hund braucht Ruhe. Und Holly ist halt einfach eine Rasse, die schwer zur Ruhe kommt, und da musste man sie zur Ruhe zwingen. Und dafür hatten wir das Welpenzimmer. Also ihr seht, das ist groß genug. Da geht Holly auch alleine rein. Da schläft sie auch ab und zu mal alleine drinne. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass wir großartig die Tür zumachen müssen, sondern sie chillt dann einfach da drin. Wir haben ihren Wassernapf da drin. Dann hat sie meistens ihr Tau und ihren Knabberstock hier drin. Und dann kann sie da auch entspannen. Weil gerade bei Aaron, der ist jetzt erst anderthalb, der geht natürlich gerne mal hin, und wenn sie schläft, ne, und dann kann man halt nicht immer drauf schauen. Und so ist man sicher, dass der Hund dann lernt, zur Ruhe zu kommen. Sie ist trotzdem bei uns, weil das ist, finde ich, das Schlimmste für Hunde, wenn sie ausgesperrt werden, wenn sie nicht wissen, wo Herrchen und Frauchen sind und irgendwie nicht so richtig mitbekommen, was passiert hier jetzt eigentlich außenrum. Und bei uns ist es so, die Kinder bringen natürlich eine eigene Energie mit. Also wenn die den Raum betreten, war es für Holly wirklich immer Action, Action, jetzt geht's los. Und ich wollte sie, oder gerade wenn wir mal Besuch hatten oder sowas, oder jemand hatte Angst vor dem Hund und der Hund dreht dann so völlig auf, gerade wenn ein neuer Besuch kommt, wenn die so neu in den Raum kommen, ist sie halt immer aufgedreht. Und deswegen war es für uns immer eine gute Möglichkeit, sie da reinzubringen. Dann konnte sie sich da selber runterregulieren, ein bisschen entspannen und war trotzdem dabei und hat uns kennengelernt, hat die Gerüche alle kennengelernt von unseren Freunden und, und. Und wenn sie sich beruhigt hat, wenn sie wieder ein bisschen runtergekommen ist, konnte sie rauskommen und ganz in Ruhe die Leute begrüßen auf ihre Art und Weise. Wir haben es jetzt so gemacht, weil das natürlich auch immer wieder gefragt wurde, mein Hund springt immer andere Leute an, das hat Holly auch gemacht oder macht Holly auch, aber es ist schon so, so, so viel besser geworden. Wir haben da wirklich dran gearbeitet, und dass man grundsätzlich, es hat bei uns ganz gut funktioniert, Holly wird erst gestreichelt, wenn alle vier Pfoten auf der Erde sind, und das sagen wir auch unseren Freunden, und wenn wir jemanden auf der Straße treffen, die dürfen den Hund gerne streicheln, aber erst, wenn alle vier Pfoten auf dem Boden sind. Und ansonsten gehe ich einen Schritt auf sie zu. Wenn sie mich anspringt, dann geht sie automatisch runter. Und das funktioniert wirklich ganz gut, muss ich sagen. So, ein riesengroßes Problem, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, was haben wir jetzt da für einen Hund angelacht, war die Beißhemmung zu lernen oder zu üben. Und das war wirklich ganz schlimm. Du bist in meinem Licht, Markus. Ja, ich hatte wirklich Angst, weil Holly natürlich überall reingezwickt hat, in die Füße gezwickt hat, in die Arme, überall. Also sie hat halt gezwickt, also sie hat nicht gebissen, sondern wirklich, sie war halt super jung, die Zähne waren super spitz. Mittlerweile hat sie ja ihren ersten Zahnwechsel jetzt fast hinter sich, und die Zähne werden viel runder, also die zwicken nicht mehr so oder pieksen nicht mehr so. Und da habe ich mich auch mit dem anderen unterhalten gehabt, und da meinte er, dass es ein ganz, ganz, ganz normales Verhalten ist und dass man aber einfach immer so reagieren sollte, wie die Welpen untereinander auch reagieren. Das heißt, wenn jemand gezwickt wird, auch wenn es nicht unbedingt doll wehtut, aufkreischen wie ein Welpe. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr gut an Markus' Gekreische. Und dann wurde es also so, und kriegt Holly gleich so eine Ohren, dass man halt wirklich gejault hat. Und, ne, hast du mich gehört, ja? Und das hat wirklich richtig gut bei uns geholfen. Ja, ist ja gut, mir geht's doch gut. Ja, genau. Das hat sich jetzt aber auf jeden Fall gelegt. Also jetzt hatte sie wieder zeitweise ein bisschen mit dem Zahnwechsel zu tun. Da hat sie auch mehr wieder geknabbert. Zum Beispiel jetzt auch. Sie leckt ganz viel und beißt in meine Haare. Jetzt doch gut. Und ich kriege immer Gänsehaut, wenn sie mich so auf euch schnüffelt. Genau. Ja, ansonsten muss ich sagen, so, mein Akku war gerade alle, deswegen mussten wir eine kurze Pause machen und einen neuen einlegen. Nee, auf jeden Fall hat sich das Beißverhalten schon viel, viel, viel doller gebessert. So. Aber apropos Zahnwechsel, wir waren jetzt auch beim Tierarzt gewesen und mussten die Impfung nochmal wiederholen, weil wir durch Corona
das haben ein bisschen sausen lassen oder schleifen lassen, weil sie hatte ja die erste Impfung bekommen und dann 4 Wochen später hätte sie die zweite bekommen müssen. Und die haben wir etwas verschwitzt. Wo wir aber auch bei dem Thema sind. Wir mussten ja natürlich, ich weiß nicht, ob es nur in Berlin ist, aber es gibt eine Pflicht. Ich glaube, die Haftpflicht ist Pflicht. Bei uns in Berlin, wir mussten eine Haftpflichtversicherung für den Hund abschließen und wir haben eine Krankenversicherung für den Hund abgeschlossen. Und beides, gehe ich nochmal gleich näher drauf ein, mussten wir auch bei unserer Wohnungsbaugesellschaft einreichen. Also bei der Wohnungsbaugesellschaft musst du ja sagen, hey, wir haben einen Hund, ist es okay, was für einen Hund habt ihr? Und wir mussten dann ein Bild hinschicken, wir mussten einen Steckbrief ausfüllen, wir mussten einen Impfnachweis zeigen und dann mussten wir auch noch einen Nachweis bringen für die Haftpflichtversicherung. Und dann war ich erst einmal so, habe ich mich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt, okay, Haftpflicht für einen Hund, was nimmst du da, Krankenversicherung, keine Ahnung. Und dann hat man natürlich im Internet gegoogelt und ich habe mich natürlich auch schlau gemacht und es gibt ja so einige Versicherungen auf dem Markt, aber wenn man mal geguckt hat in den Foren und Erfahrungsberichte, wurde einfach immer wieder die Agila Haustierversicherung empfohlen. Und da sind wir jetzt auch. Und sogar meine Tierärztin hat uns die auch empfohlen. Die haben ganz unterschiedliche Tarife. Also da gibst du an, was du für einen Hund hast, wie alt sie ist. Genau, und dann werden die Tarife vorgeschlagen. Natürlich kommt es immer darauf an, was für einen Hund du hast. Also ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass ein kleiner Chihuahua weniger zahlt als ein ausgewachsener Rottweiler. Also nur so als Vergleich, weil natürlich auch die Impfdosen natürlich wahrscheinlich kleiner sind als die großen, oder? Also deswegen, also das muss man so ein bisschen angeben, was man für einen Hund hat und dann wird das berechnet und dann gibt es unterschiedliche Tarife und dann unterschiedliche Abdeckungen. Also eigentlich kann man das so sehen, dass es eigentlich ähnlich wie bei meiner privaten Haftpflicht, bei meiner privaten Krankenversicherung ist, ist es auch bei der Hundeversicherung. Umso mehr Leistung du möchtest oder umso besser du abgesichert werden möchtest, umso höher ist dein Betrag. Wenn du jetzt aber beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen nicht einreichst, sag mal, wenn du ein ganzes Jahr lang keine Rechnungen einreichst, wird dein Limit, also dann wird es ein bisschen angehoben. Das heißt, wenn du dann wirklich mal was hast, dann ist deine Kostenbeteiligung ein bisschen geringer. Jetzt ist es so, ich habe mich für den Tarif 24 entschieden und also ich blende euch das mal ein. Es gibt auf der Seite wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Tarife mit OP-Schutz und mit also man muss immer für sich selber entscheiden, also da werden einem so Fragen gestellt, für was bist du bereit oder was stellt für dich ein Problem dar? Sind 500 Euro Tierarztrechnung für dich problematisch? Und dann kannst du das für dich ankreuzen und dann schlagen sie dir quasi einen Tarif vor, der für dich empfohlen wird. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Also ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Oftmals ist es so, dass man Versicherungen hinterherrennen muss, dass man sie im Geld hinterherrennen muss. Und bei der Agila Haustierversicherung ist es dann halt so, dass du halt wirklich sehr, sehr schnell dein Geld zurückbekommst, wenn du die Rechnung einreichst. Und man weiß nie, was passiert. Der Hund braucht nur fürs Auto rennen, dann hast du die Haftpflicht. Das Problem, dass dann der Schaden am Auto vielleicht nicht versichert ist, da bist du dann irgendwie am Arsch und musst super viel Geld bezahlen. Und dann ist dein Hund vielleicht auch noch verletzt und dann muss der auch noch versorgt werden. Deswegen lieber vorsorglich eine Haftpflicht und Krankenversicherung für den Tier abschließen, als wenn das Kind dann erstmal im Brunnen gefallen ist. Weil natürlich nehmen die natürlich, oder du machst dir eine Versicherung nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, wenn die Verletzung da ist und die Kosten in die Höhe steigen, sondern vorsorglich natürlich. Genau. Jetzt hier, die schnappt sich immer alles. Nein. Und nimm. Fein. Ja, ihr habt es gerade gesehen, Holly ist ein sehr gelehriger Hund. Ich habe ganz, ganz viel mit ihr schon trainiert. Wir haben auch eine Hundetrainerin uns genommen, weil natürlich Hundeschule jetzt aktuell ausgefallen ist. Deswegen uns fehlen tatsächlich die Hundekontakte. Man merkt das auch, wenn ich mit Holly draußen bin. Das Spazierengehen ist nicht einfach mit ihr. Sie zieht sehr viel an der Leine. Ich meine, sie ist erst 5 Monate alt. Aber sie zieht sehr viel an der Leine, bellt andere Hunde an, weil sie es einfach noch nicht so gut kennt, mit anderen Hunden zu spielen. Und das ist so schade, weil sie einfach, finde ich, ein sehr, sehr lieber Hund ist. Und das müssen wir aber noch ein bisschen üben. Und da hoffe ich jetzt so ein bisschen auf unsere Hundetrainerin, weil die geht auch Dogwalken. Das heißt, die hat auch manchmal Hunde da, die vielleicht Holly gefallen könnten. Da haben wir jetzt schon 2-3 Mal welche kennengelernt. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Aber trotzdem ist Holly beim Spazierengehen immer noch sehr anstrengend. Und es gibt auch ein paar Punkte, muss ich sagen, die ich mir nicht so kompliziert vorgestellt habe mit ihr. Aber da muss ich jetzt Markus mal dazuhören, weil da kann Markus auch ein bisschen was dazu sagen. Es gibt Dinge, die wir uns ein bisschen einfacher vorgestellt haben. Was fällt dir denn da spontan ein, was dich so im Alltag mit Holly nervt? Kannst du ja mal ganz ehrlich sagen, was nervt dich?
Aber jetzt muss ich überlegen. Auch fällt gar nichts ein auf Anhieb. Naja, es sind immer nur Situationen, wo man jetzt vielleicht ein bisschen, wo man auch gestresst ist von den Kindern und wenn dennoch Holly gerade. Die Kombi so, ne? Genau, die Kombi, dann ist man irgendwie genervt. Aber an sich. Oder wenn man irgendwas gerade Wichtiges machen muss und dann muss vielleicht Holly muss Gassi, Frieda will irgendwas, Aaron ist nicht gut drauf und so, dann ist man halt, also da ist natürlich dann noch ein weiterer. Ist ein weiteres Kind einfach, ne? Ja. Ja. Ein weiterer Punkt, wo man dann gestresst mehr sein gestresst ist. Ja. Ja. Also was mir aufgefallen ist, was ich ein bisschen unterschätzt habe, weil ich dachte, hey, wir sind ja sowieso immer viel draußen, also jetzt langen wir mal den Lockdown, lassen wir jetzt mal außen vor. Wir sind eigentlich viel draußen, viel unterwegs. Mensch, dann nehme ich Holly einfach morgens mit. Die erste Runde ist halt, wenn wir Aaron in die Kita bringen. Und das habe ich mir einfach ganz anders vorgestellt. Also A, habe ich ja schon gesagt, läuft sie überhaupt nicht gut an der Leine. Und B, ja toll, dann bringst du Aaron in die Kita, aber was machst du mit ihr, wenn Aaron in der Kita ist? Also muss ja Aaron reinbringen. Und ich konnte Holly oder kann Holly noch nicht draußen anbinden, konnte sie aber auch nicht zu Hause lassen, weil sie es noch nicht gelernt hat, weil das sind alles Prozesse, die muss sie einfach lernen. Und ein Hund kann halt nicht von jetzt auf gleich sofort alleine bleiben. Dessen war ich mir schon bewusst, aber ich war mir nicht bewusst oder ich habe den Gedanken nicht so weit gesponnen, was mache ich mit Holly, wenn ich Aaron in die Kita bringe. Am Anfang hast du Holly ja sogar mit reingenommen, ne? Wo sie noch so ganz klein war. Da war sie noch klein, entweder unten im Kinderwagen oder so. Ja. Aber das geht jetzt natürlich nicht mehr. Also jetzt sind wir schon dabei, dass ich sie hier lassen kann und ich bringe Aaron in die Kita und sie ist mal alleine. Das ist jetzt kein Thema und man muss es einfach viel mehr trainieren. Deswegen sage ich ja, es ist gut gewesen, dass wir Holly jetzt geholt haben. Weil wenn Markus wieder mehr auf Jobs ist und mehr unterwegs ist, dann wären wir gezwungen gewesen, es sofort zu können. Wisst ihr, was ich meine? Und was ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt habe, ist so diese Ausflüge zu fünft. Ja, irgendwie, man muss jetzt dann nochmal an eine, also nicht Person, aber noch an Holly muss man jetzt auch nochmal extra denken. Also man erstmal hat man die Sachen für Aaron dabei, bei Frieda ist es jetzt kein Problem mehr, so in dem Sinne. Aber dann hast du Leckerlis für Holly, hast du Kotbeutel für Holly, ja. Hast du Trinken dabei. Oh, meine Speicherkarte ist voll. Und so weiter. Also dritte, vierte, fünfte Unterbrechung jetzt. Genau, das ist tatsächlich was, dass man einfach immer noch jemanden hat, an den man jetzt noch zusätzlich denken muss. Und auch Freunde, wenn wir sie mal gefragt haben, die haben auch gesagt, krass, ist ja echt wie ein drittes Kind. Und das ist wirklich so, ne? Außer, dass sie halt relativ schnell alleine gegessen hat, dass sie recht schnell stubenrein wird. Recht schnell stubenrein war und man sie nicht anziehen. Selber sie kann laufen, genau. Aber trotzdem hat sie halt doch mehr Sorge auch mit in die Familie gebracht. Also natürlich, wenn jetzt irgendwas mit ihr ist oder wenn sie geimpft werden muss, man muss sich halt wieder Gedanken machen um denjenigen. So. Es ist halt ein Zuwachs in mein Herz, aber trotzdem auch eine Sorge mehr. Also nicht, dass sie nervt oder so, sondern einfach, man macht sich noch mehr Sorgen. Ist sie glücklich? Ist sie gerade irgendwie, hat sie Durchfall? Was hat sie denn? Oder so was, ne? Das muss man. Was mir noch einfällt, also ich finde die Sache mit dem Zuhause bleiben, das muss trainiert werden, aber das ist eine Sache, die hoffentlich dann auch mal immer leichter klappt. Weißt du, dann kann man sagen, okay, jetzt gehe ich einkaufen, jetzt bringe ich Aaron weg, jetzt muss ich das machen. Und sie kann dann mal eine Stunde oder so zu Hause bleiben. Mhm. So, das ist ein Punkt, der wird ja auch noch klappen. Deswegen kann man sich damit ja abfinden. Ist ja wie beim Baby. Da bist du am Anfang auch, denkst du, oh, wann schläft's mal durch? Dann ist die Phase vorbei. So, was mir denn noch einfällt, was denn, also je nachdem, wie alt das Kind ist, was man hat, aber wir sind dann froh, dass Aaron schläft. Und dann auf einmal fängt sie an zu bellen, weil draußen ein Hund langläuft oder so. Und also wir wohnen halt im Erdgeschoss, darf man nicht vergessen. Nicht so laut, der ist doch gerade, jetzt schläft er gerade so gut. Und also da ist man dann auch mal genervt, aber ist jetzt. Ja, also man ist halt in vielen Situationen einfach auch ein bisschen überfragt teilweise, weil man natürlich, man hat ja noch keinen Hund gehabt und denkt man so, ist es jetzt ein schlechtes Zeichen, ist sie aggressiv oder wenn sie zum Beispiel andere Leute anbellt. Aber eigentlich, also wenn man, also wir haben, wie gesagt, Gott sei Dank ja unsere Hundetrainerin, aber die dann halt gesagt hat, nee, das ist ein ängstliches Bellen oder dass man muss halt einfach erstmal lernen, die Sprache zu sprechen. Also ebenso wie bei Kindern, die können ja am Anfang auch noch gar nicht kommunizieren, hat Holly halt so ihre ganz eigene Art zu kommunizieren und die muss man halt auch erstmal lernen zu verstehen. Und das dauert halt einfach ein bisschen Zeit. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, sie ist einfach in jeglicher Hinsicht ein Zuwachs für unsere Familie, ein Zugewinn. Also sie bringt so viel Freude auch mit hier rein, so viel Leben, so eine Energie auch und so viel Liebe und nicht nur den Kindern und mir gegenüber, sondern auch Herr Markus, der ja
am Anfang nicht so begeistert war. Also er hat gesagt, ja, ist okay. Also generell sage ich auch, ein Hund muss einfach von beiden Seiten, von allen Parteien abgesegnet sein, dass sie fein damit sind. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich diejenige bin, die da ein bisschen mehr hinter ist, die das ein bisschen mehr wollte. Aber trotzdem weiß ich auch, wenn Holly mal raus muss oder sowas, dann würde Markus jetzt nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ne? Das auf jeden Fall. Genau. Oder ja, also deswegen, man hat jetzt mal hier die Negativpunkte aufgezeigt. Das heißt aber nicht, dass wir das irgendwie doof finden. Nee. Das sind halt diese Sachen, manche ändern sich davon. Ich finde zum Beispiel auch, dass dieses Anbellen von Leuten oder dass sie dahin will, hat sie bei mir letztens beim Gassigehen gar nicht mehr gemacht. Ja. Aber wo es mir aufgefallen ist, als ich bei den am Spielplatz lang bin, wo die Kinder waren. Und ich glaube, die das hat einfach Aaron. Bock. Ja, die kleinen Kinder, die will spielen. Ja. Das ist für die, also mit Frieda ist sie auch, die rennt nur rum. Mit Frieda könnt ihr die ganze Zeit spielen. Ja, und trotzdem hat sie aber ein anderes Verhalten Aaron gegenüber. Ja, das ist auch was. Also die ist da wirklich, die selektiert da ganz doll, mit wem kann sie jetzt richtig raufen. Mit Frieda rauft sie richtig. Also das ist wirklich, wo man so manchmal sagt, oh, ist das jetzt nur Spaß oder ist das schon ernst? Aber mit Aaron ist sie ganz vorsichtig. Auch. Ja, Frieda provoziert auch, dass sie so in den Arm beißt und so. Also da muss man dann mal auf jeden Fall dabei sein. Aber bei Aaron ist Holly wirklich ganz, ganz vorsichtig. Also hier und da meint sie es vielleicht zu gut und schlägt immer übers Gesicht. Aber ja, aber es ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Also wir sind froh, dass sie da ist und sind aber auch froh, wenn sie ein bisschen älter wird und gewisse Babymanieren langsam ablegt. Ist wie beim Baby. Ja, aber wir begleiten sie da bei dem Prozess und es macht natürlich auch Spaß. Sie lernt super schnell, wir machen super viele Tricks. Mit der ganzen Familie macht es einfach Spaß. Ja. Ja, wir freuen uns auch, wenn wir denn im Haus wohnen. Mit dem größeren Garten und dann haben wir in der Umgebung auch mehr Wald und so, dann kann man noch leichter und länger oder schneller mit ihr raus und Runden drehen. Weil so war es dann halt wirklich, wo sie noch ganz klein war, dann haben wir ja versucht, oder generell sollte man ja dem Hund jetzt nicht unbedingt angewöhnen, 2 Stunden am Tag joggen zu gehen, weil dann fordert der Hund das natürlich irgendwann auch ein. Deswegen haben wir die Spaziergänge relativ gering gehalten, sind immer an die gleichen Orte gegangen und wollten dann immer irgendwie mal in den Wald gehen, aber dadurch, dass wir halt kein Auto haben, ist der Weg zum Wald natürlich auch schon ein Spaziergang. Und wenn man dann überlegt, dann im Wald auch noch rumtoben, das wurde dann halt für Holly einfach dann schnell zu viel, dass sie halt einfach zu überdreht ist. Genau, man soll ja in dem ersten Jahr mit den Welpen generell ein bisschen langsamer und ruhiger machen, dass sie einfach lernen, eher zur Ruhe zu kommen, als aufzudrehen. Genau. Ich glaube, das Video ist jetzt wirklich sehr, sehr lang geworden. Es tut mir wirklich sehr leid, aber es sind jetzt einfach eine lange Zeit, die wir jetzt so Holly haben und da wollte ich euch einfach mal so ein bisschen was darüber erzählen. Und ja, muss ich mal gucken, was ich noch für Einblendungen finde. So von früher habt ihr vielleicht jetzt, wenn ich es gefunden habe, schon ein paar Sachen gesehen von früher. Also wo sie noch ein bisschen kleiner war. Ihren Entwicklungsprozess habt ihr jetzt quasi verfolgt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Ich bin jetzt auf jeden Fall unten in den Kommentaren aktiv und werde eure Fragen beantworten, wenn es mir möglich ist. Und ansonsten sehen wir uns dann auf Instagram wieder. Da sind wir ein bisschen aktiver. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.